Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist eine neue Reihe, es sind die Emotion Drive. Nicht mehr die Emotion News. Wer sich von euch noch an Emotion News erinnert, das war eine Serie, die ich vor circa anderthalb Jahren gemacht habe und dann aber irgendwann nicht mehr weitergemacht habe. Die einfache Antwort ist, warum das passiert ist, ist einfach Zeitmangel. Und jetzt hat sich bei mir aber eine wunderbare Möglichkeit aufgetan. Und zwar, ich sitze hier gerade in einem Nissan Leaf. Ja, das ist ein Elektroauto, komplett elektrisch, da ist nichts mehr, was irgendwie noch mit einem Verbrennermotor assoziiert werden kann. Also natürlich, das Auto sieht normal aus, aber das ist ein komplettes Elektroauto. Und diese Reihe soll davon handeln, wie ich Elektroautos fahre und euch meine Berichte weitergebe. Denn ich habe persönlich gar keine Ahnung von Elektroautos. Ich bin nie eins gefahren, das ist das erste, okay, doch, ich bin mal einmal ein Tesla Model S Probe gefahren, aber das war's. Das war alles, was ich bisher an Elektroauto-Erfahrung habe. Ich habe nie eins für eine längere Zeit gehabt. Ich habe damit nie eine längere Strecke an Fahrt gemacht. Ich habe keine Ahnung vom Laden. Ich bin studierter Elektrotechniker. Ich verstehe also viele der Dinge, die in so einem Auto passieren. Ich verstehe, warum viele Dinge so sein müssen, wie sie sind. Aber ich habe keine praktische Ahnung davon. Und genau das möchte ich mit euch teilen. Ich bin jemand, ich wohne nicht in einem Haus auf dem Land. Ich wohne in der Stadt. Ich habe eine Stadtwohnung. Das heißt, ich kann mein Auto nicht zu Hause laden. Und das sind natürlich Herausforderungen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Wie läuft das ab? Wie mache ich das? Wie geht das? Und so weiter und so weiter. Wie ist diese Reihe möglich? Dazu parke ich mich jetzt mal kurz hierher. Also warum ist diese Reihe möglich? Dieses Auto hier ist nicht meins. Dieses Auto gehört Nextmove. Nextmove ist eine Firma aus Leipzig, kleines Startup. Wobei, so klein sind die eigentlich gar nicht mehr. Diese Firma vermietet Elektroautos auf Langzeit. Das bedeutet im Endeffekt, dass man kann dort, wenn man sagt, ich würde mir gerne ein Elektroauto kaufen, aber ich weiß nicht, ob ich damit im Alltag zurechtkomme, dann kann ich einfach dort bei denen zum Beispiel für 6 Monate ein Auto mieten und kann dann entweder danach sagen, so, nee, ist nichts für mich, oder ich kann sagen, ich will es kaufen. Und die sind in Leipzig ansässig, ich mache ein bisschen was für die, dafür habe ich natürlich diese Elektroautos und das heißt, ich kann damit rumfahren, das heißt, ich kann die testen, ich kann das herausfinden, was ich herausfinden möchte und genau das möchte ich mit euch teilen, denn auf kurz oder lang, irgendwann werde ich ein Auto brauchen und dann stellt sich mir die Frage, ein Verbrenner oder ein Elektroauto. Mich faszinieren Elektroautos richtig sehr und ich würde sehr gerne eins haben, aber die Frage ist, die ich mir stelle, ist das was für mich, ist das das, was ich in meinem Alltag brauche? Und genau das gilt herauszufinden und dazu ist die Emotion Drive Reihe da. Vielen Dank, dass ihr mit einschaltet. Ich freue mich schon auf die nächsten Videos. Das erste werde ich auch direkt heute schon drehen. Deswegen werdet ihr mich im nächsten Video gleich angezogen sehen, denn ich werde wahrscheinlich nicht nochmal aussteigen aus dem Auto. Wenn ihr Fragen habt, die ihr schon immer mal wissen wolltet, wie ist denn dieses und jenes, lasst mich unten in den Kommentaren wissen. Ich weiß, es gibt schon einige Leute, die auch so über Elektroautos machen, aber die meisten besitzen die Autos selber oder wohnen nicht in der Stadt. Ich wohne in der Stadt und ich besitze noch kein Elektroauto. Von daher bin ich dem noch relativ offen gegenüber. Ich bin der Meinung, dass Elektroautos sauberer sind, aber um ganz ehrlich zu sein, ist das eher zweitrangig für mich. Ich habe, glaube ich, den Umweltschutzgedanken nicht so im Sinn, als eher, wie effizient Elektroautos sind und wie cool die Technologie ist, die da drin steckt. Von daher bin ich beiden relativ offen gegenüber. Also, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, was diese Reihe bringt. Ich freue mich auf jeden Fall auf das, was ich hier mit euch erleben kann und versuche es so gut wie möglich mit euch zu teilen. Also, ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Emotion Drive. Macht's gut. Ciao.